Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr unter Ubuntu Partitionen erstellen und anpassen könnt. Wir fangen an. In meinem Fall nutze ich die Version 20.04, also die aktuellste Version. Und wir legen direkt los. Wir müssen erstmal Folgendes tun. Wir müssen uns einmal das Programm gparted erst installieren, da die integrierte Ja, ich sage jetzt mal, die integrierte Funktion, wo man die Festplatten sich anzeigen lassen kann, das sieht man nämlich hier. Leider nur erlaubt, diese zu formatieren und einmalig anzulegen, jedoch nicht diese nachträglich zu verändern. Dann gehen wir einmal zurück, gehen dann hier hin, gehen in die Suche und geben dann gparted ein. Genau, in meinem Fall habe ich schon installiert, einfach draufgehen, installieren. Dort ein bisschen, dann einmal schließen und dann einmal die gparted bzw. das gparted-Programm öffnen, einmal Admin-Kennwort eingeben, dann öffnet sich's und wir sehen jetzt die erste Festplatte, das ist in dem Fall C oder bei Linux natürlich die erste Platte, wo halt Linux installiert ist. So, nun wechseln wir einmal die Festplatten. Wir haben hier einmal die zweite Partition bzw. die zweite Festplatte. Die wählen wir aus und aktuell haben wir hier schon einmal was zugewiesen. Und damit ihr die zum ersten Mal formatieren könnt bzw. Erstellen könnt, die Partition, müsst ihr einmal über Gerät Partitionstabelle erstellen. Und dort wählt ihr dann in dem Fall das aus, was ihr benötigt. In meinem Fall nehme ich ganz normal GPT. Drück auf Anwenden. Und dann wird einmal die Festplatte komplett deleted bzw. alles bereinigt, sodass ihr einmal alles leer habt. Und nun könnt ihr auch die Festplatten, so wie ihr möchtet, anlegen, also die Partitionen. Das heißt, ihr geht ganz normal hier drauf, geht auf Neu, wählt jetzt zum Beispiel einfach die Hälfte aus, nennt es zum Beispiel Test 1. ext4 für Linux oder halt auch NTFS oder FAT32. Ich würde in dem Fall jetzt eine Partition NTFS machen und die zweite Partition dann FAT32. Machen wir Test 1 hinzufügen. Dann habt ihr das zweite. Und das zweite könnt ihr auch direkt rechtsklick neu. Und ihr geht dann einfach, lasst auch alles so stehen. Gebt dann einfach Test 2 ein. Dann nehmen wir hier FAT32 und machen Test 2. Gehen auf Hinzufügen und gehen auf Bestätigen, gehen auf Anwenden. Dann lädt er kurz. So, nun folgt noch die Anpassung der Partition. Das heißt, wie ihr die jetzt nachträglich dann noch größer und kleiner machen könnt. Dies geht folgendermaßen. Ihr geht einfach hier drauf, sagt Größe ändern, verschieben und macht einfach hier die Partition kleiner. Und dann sagen wir hier Größe ändern und wir möchten die hier gerne größer haben. Gehen auf Größe ändern, verschieben. Genau, nicht mehr startet. Würde in dem Fall passieren, wenn ihr das Betriebssystem, also die Betriebssystempartition anpassen würdet, was zu Problemen führen kann. Okay. In meinem Fall ist das ja die extra Festplatte, das heißt, da ist nicht schlimm, wenn da was abschmiert. Gehen wir auf OK, gehen auf Anwenden, dann lädt er wieder ein bisschen. Einmal verkleinert das und vergrößert das. Und jetzt seht man auch hier den Unterschied. Diesmal muss er nämlich jetzt Sachen kopieren. Beim normalen Erstellen der Partition gibt es keine Probleme, genauso wie wenn ihr eine Partition verkleinert. Aber wenn ihr dann die andere vergrößert, dann muss er die Differenz verschieben. Was zum Beispiel Windows an sich nicht kann. Dafür braucht ihr dann Zusatzsoftware und in dem Fall kann man das mit gparted ganz einfach realisieren über Linux. Sieht man da auch Dateisystem nach links verschieben. Perfekt, einmal abgeschlossen. Wir gehen einmal auf Schließen. Und wir sehen, die Partition ist einmal fertig umgestellt. Jetzt habe ich auch noch festgestellt, wenn ihr die Partition bzw. das Gerät mit der Partitionstabelle einmal initialisiert habt,
und die Partition erstellt habt, dann könnt ihr auch über Normallaufwerke gehen und dort dann auch die Partition anpassen. Das war am Anfang nicht möglich. Am Anfang gab es diese Partitionstabellenmöglichkeit einfach nicht. Das heißt, hier könnt ihr jetzt auch zum Beispiel auf Zahnrad gehen und sagen, Größe ändern. Und hier funktioniert das genauso. Wir machen zum Beispiel jetzt ein bisschen weniger, gehen auf Größe ändern. In dem Fall müssen wir jetzt diesmal das Kennwort eingeben. Gehen auf Anmelden oder Anwenden. Diesmal wurde es modifiziert und diesmal können wir dann hier drauf gehen. Zahnrad, Größe ändern. Ah, genau. Okay. Hier haben wir unser Problemchen gefunden. Hier geht es nur nach rechts. Das heißt, hier wurde die Funktion entfernt, dass wir die Festplatten vergrößern können. Wir haben 40 GB, aber wir können zum Beispiel jetzt nicht diese 2,4 diesen 40 zuweisen. Dies ist nur möglich, wenn wir das hierüber machen. Das heißt, hier würden wir jetzt nochmal kurz auf aktualisieren, Geräte aktualisieren. Genau. Und hier könnten wir diesen Job wieder machen. Das heißt, hier könnten wir wieder hier drauf gehen. Ah, genau. So, jetzt haben wir das nächste. Die Festplatte ist eingehangen. Das heißt, hier müssten wir erstmal auf Aushängen gehen. Dann sieht man, dass dieser Schlüssel weg ist. Und erst dann könnt ihr die Partition auch vergrößern. Als Beispiel wieder hier rüberziehen. Einmal wieder verschieben. Einmal okay. Könnte zu Problemen führen. Ist aber bei uns nicht so schlimm. Deswegen gehen wir einmal nochmal drauf, bestätigen es, drücken nochmal auf Anwenden und jetzt schiebt das einmal nochmal rüber. Diesmal sieht man auch wieder, er macht genau das Gleiche. Das überspringen wir jetzt erstmal und danach geht es weiter. Dann haben wir nun die zwei Partitionen angelegt und können nun diese auch aktivieren. Das Aktivieren konnte ich in dem Fall hier über die Software nicht finden. Da geht ihr dann einfach auf Laufwerke, geht hier unten auf die VirtualBox und klickt dann hier auf diesen Play-Button Play. Und dann seht ihr gleich, dass hier unten eine Festplatte auftaucht. Sollte jedenfalls gleich auftauchen. Gegebenenfalls gucken wir nochmal im Datei-Explorer gleich. Und die zweite Partition, die würden wir jetzt auch einmal starten. Beziehungsweise mounten heißt es ja unter macOS oder allgemein Linux meine ich. Gehen wir einmal in den Dateimanager. Und ihr seht direkt, die zwei Laufwerke sind hier direkt gemountet mit Test 1 und Test 2. Und nun könnt ihr ganz normal Dateien drauf kopieren. Funktioniert mit USB-Sticks genauso. Da ich eine virtuelle Maschine habe, ist das ein bisschen schwierig zu testen. Deswegen habe ich aber eine virtuelle Festplatte genommen, um euch die Partitionierung zu zeigen. So, das wäre schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch bin ich auch Freund. Dankeschön!